Hallo, heute geht es mal nicht um die großen Schränke, wie sonst üblich bei uns, sondern um ganz kleine, um sowas wie den hier. Jetzt fragen Sie sich schon, was könnte daraus wohl werden aus der kleinen Kiste? Daraus wird ein 10 Zoll Wandverteiler, sozusagen eigentlich unerkannte Potenzial in der Netzwerktechnik, und den werden wir jetzt mal aufbauen und schauen, was der kann. Ja, was brauchen wir dafür? Kaffee auch, aber den erst später. Vorrangig zum Zusammenbau eine klassische Kombizange, ein 9 mm Maulschlüssel und ein Kreuzschraubenzieher. Alles, würde ich mal sagen, handelsüblich, gibt es in jedem Baumarkt. Fangen wir mal an und packen mal aus, was sich hier so drin befindet. So, das alles befindet sich in der kleinen Schachtel. Wir gehen es mal kurz durch. Wir haben Dach- und Bodenteil, die sind identisch. Hier kann man schön erkennen, man kann den Schrank auch mit einem Lüfter, Aktivlüfter ausstatten. Hier ist der ausbrechbare Kabeleinlass. Hier vorne sind noch Lüftungsschlitze zur passiven Belüftung. Und hier sind die verschiedenen Einstellmöglichkeiten für die vertikalen Montageschienen. Im Beipack haben wir das Schloss, wir haben die Muttern und die Schrauben für die Befestigung der Teile aneinander, und das sind die Scharniere für die Fronttür. Das sind die 10 Zoll Montageschienen für die Käfigmuttermontage der Einbauten. Wir haben zwei Seitenteile, auch hier wird wieder in drei verschiedenen Tiefen die vertikalen Montageschienen verschraubt. Ja. Als letztes haben wir hier noch die Fronttür, in diesem Fall als Vollblechtür. Es gibt das Ganze auch mit Glastür, als Sichttür, dass man auf die Geräte schauen kann, die da drin eingebaut sind, in welchem Status sie sich befinden. Viele nehmen aber lieber die Vollblechtür, damit man eben nicht sieht, was da so alles Schönes eingebaut ist. Ist natürlich auch eine ganze Ecke robuster als die Glastür. Und last but not least haben wir hier auch noch eine Montageanleitung. Kann man sagen, ist nicht viel, ist ja aber auch nicht viel Schrank. Und dann legen wir mal los. So, brav der Anleitung folgend, nehmen wir eins von diesen Teilen, Dach oder Boden, wie schon gesagt, sind identisch, und schrauben daran ein Seitenteil fest. Zu Dach und Boden möchte ich gerade nochmal sagen, oft werden 10 Zoll Wandverteiler in Räumen aufgehängt, im Keller oder in staubigen Räumen, nicht da, wo die Luft immer absolut sauber ist. Viele haben Bedenken, dass dann Dreck in diesen Schrank reinrieselt durch die Öffnungen. Dafür gibt es Verschlussplatten, und man kann auch die Öffnungen für die Ventilatoren verschrauben. Wenn Sie aber Geräte einbauen, die Hitze entwickeln, manchmal sind das schon kleine Switche, aber auch USV-Anlagen, all das kann in diesen Schränken untergebracht werden. Sind Sie froh, wenn Sie die Möglichkeit haben, da einen Ventilator einzubauen. Ich nehme das Seitenteil und verschraube das erste Teil am Boden. Es folgt die zweite Wand auf die andere Seite des Schrankes. So, das halbe Haus ist fertig, die Seitenwände stehen, hier wäre die Frontseite, hier die Rückseite. Als nächstes kommen die Montageschienen, an denen später die Geräte befestigt werden. Jetzt kommt der Moment, wo man sich Gedanken machen muss über sein Netzwerkprojekt und was man nachher einbauen möchte. Ich kann in diesen drei verschiedenen Positionen die vertikalen Montageschienen einbauen. Das heißt, ich habe verschiedene Einbautiefen hinter den vertikalen Montageschienen und davor.
Um das mal zu verdeutlichen, was baue ich üblicherweise ein in einen Netzwerkverteiler? Ein Patchfeld. Hier ein 10 Zoll Patchfeld. Heißt, wie tief baut so ein Patchfeld? Mit einem Patchkabel vorne dran und einem entsprechend eingehaltenen Biegeradius. Dazu kommt noch ein Installationskabel hinten dran. Wir kommen also mit der mittleren Montageposition recht gut hin. Die vordere könnte etwas knapp werden, um das Biegeradius, den Biegeradius des Patchkabels noch einzuhalten. Dann müsste man irgendwann mit gewinkelten Patchkabelsteckern arbeiten, die einem noch mehr Platz im hinteren Schrankbereich geben bei der Installation. Was kommt sonst noch rein in so einen Schrank? Ein Switch beispielsweise. Wir haben ja auch einen 10 Zoll Schritt. Das Schöne am 10 Zoll ist ja, dass es im Prinzip alle Einbauteile, die es in 19 Zoll gibt, auch in 10 Zoll gibt. Das heißt, man hat fast gleiche Funktionalität bei sehr viel weniger Platzbedarf. Hier sieht man 16 Port. Netzwerkswitch, ein Netzwerkswitch mit 16 Port. Damit kann man schon mal ein Einfamilienhaus oder eine Etage in einem Büro- und Geschäftsgebäude mit Netzwerkanschlüssen versorgen. Auch bei dem sieht es so aus, das Netzwerkswitch baut etwas tiefer als ein Patchfeld, passt aber auch noch. Man hat hinten keine Installationskabel, die einem Platz rauben, da ist nur der Stromanschluss, passt. Der ganze Schrank hat mit seiner 300 mm Tiefe Platz für alle Netzwerkkomponenten, die ich also auf einer Etage oder in einem Haus brauche. Wir haben uns unsere Position überlegt und montieren jetzt im Schrank die Montageschienen. Die werden auch mit Schraube und Mutter verschraubt, anders als in Dach und Boden. Setzen die Positionierung fest. Die Schraube von außen durch die Wand in die vorgesehene Öffnung. Handfest anziehen. Dann drehe ich den Schrank. Man sieht die Einbauposition am Boden. Schraube durch. Mutter drauf, handfest anziehen. Mein Tipp, den ich jedes Mal wiederhole bei jeder Aufbauanleitung, alle Verschraubungen für ein Bauteil, alle erstmal handfest anziehen, noch nicht festziehen. Erst wenn alle Teile sitzen, alle Schrauben leichtgängig in ihre Gewinde gehen, dann kann man das Ganze festschrauben, fest anziehen. Erste Montageszene sitzt. Wir haben beide Montageschienen befestigt, Seitenteile, Boden, jetzt kommt das Dach. Im Prinzip haben wir das alles schon mal durchgeturnt beim Boden. Das heißt, wir befestigen das Dach, in diesem Fall wieder von innen, mit je 2 Schrauben pro Seitenwand, also insgesamt 4 Schrauben an den Seitenwänden. Und mit je einer Schraube und Mutter an der vertikalen Montageschiene.
So, soweit, so gut. Als letztes ist die Tür dran. Die Tür braucht erstmal ein Schloss. Das geht relativ einfach. Ich nehme das Schloss, stecke es durch und schiebe von der Rückseite diese Metallfeder in die Luten in dem Schloss. Das geht mit der Hand, geht aber besser mit der Zange. Sitzt. Das Schloss ist in der Tür. Das ist der Moment, wo wir wieder darüber nachdenken können. Möchte ich die Tür im Rechts- oder Linksanschlag anbringen? Heißt, das wäre jetzt, wenn ich vor dem Schrank stehe, Rechtsanschlag. Dementsprechend, ich drehe die Tür um 180 Grad. Das ist dann der Linksanschlag. Oft hängen die Schränke hier irgendwo in der Ecke an der Wand, sodass man es nur zu einer Seite sinnvollerweise aufmachen kann, um daran zu arbeiten. Ich montiere es hier jetzt mit Rechtsanschlag. So, das war's auch schon. Tür sitzt. Lässt sich absperren. Fertig ist der kleine Wandverteiler. Er bietet auf in diesem Fall 6 HE. Es gibt die aber auch mit 9 HE oder 12 HE bis zu 4 HE klein. Fast alles, was ein großer 19 Zoll Wandverteiler auch bietet. Verschiedene Türvarianten, zwei Farben, schwarz, licht, grau, wie das auch bei den erwachsenen Wandverteilern immer so ist. Das ist natürlich ein relativ günstiges Modell. Hier kriegt man für kleines Geld, meist unter 100 Euro, eine solide Unterbringung für die strukturierte Verkabelung im Eigenheim oder eben in einer Büroetage. Es gibt die 10 Zoll Wandverteiler auch in Luxusvarianten mit abnehmbaren Seitenteilen, komplett geschlossen in IP54, 55 für den Outdoor-Bereich. Da einfach mal bei uns in den entsprechenden Bereich schauen im Shop, in Homeoffice und Soho-Bereich, wo wir diese kleinen Wandverteiler aufgelistet haben. Hier haben wir jetzt von vorne die geschlossene Vollblechtür. Hinten ist diese Variante, das Verteiler ist offen. Oft ist es so, dass die Verteiler direkt auf Kabel, die aus der Wand kommen, montiert werden sollen. Ansonsten ist hier hinten natürlich die Wand. Wir haben hier verschiedene Bohrungen schon für Schrauben, für Haken, wie auch immer der kleine Wandverteiler an der Wand befestigt werden soll. Und was wir hier oben haben, einmal oben, einmal unten in identischer Art, sind die Kabeleinlässe, die man mit einem beherzten Druck ausbrechen kann und hat dann genug Platz, um ausreichende Menge an Kabeln oder auch dicke Schuko-Stecker ähnliches hier in den Schrank einzuführen. Dazu gibt es dann noch, um es vor Staub zu schützen, entsprechende Kabelbürsten, die sich dann um die Kabel legen und eben verhindern, dass Dreck und Staub in den Schrank reinrieseln. Dann gibt es auch immer Leute, die die Frage stellen, ja, was trägt denn so ein Wandverteiler? Was wiegt der denn? Also wiegen tut er nur ein paar Kilo, 2, 3, 4 Kilo. Einbaubar sind aber locker 10, 20 Kilo. Das trägt auch diese recht einfache Konstruktion und die muss man dann auch an Patchfeldern, Switchen und Ähnlichem in so einen kleinen Schrank erstmal einbauen. Der trägt aber auch mehr, da können Sie auch eine dicke USV-Anlage einbauen in die zum Beispiel 9 HE-Varianten. Und ich glaube, das können wir auch mal demonstrieren. Ah.
hält auch knapp 80 Kilo. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen und hat Ihnen ein bisschen den 10-Zoll-Bereich, den ich persönlich sehr gern mag, weil er, wie gesagt, für kleines Geld und wenig Platzbedarf viel bietet. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Lassen Sie uns einen Daumen hoch da. Wenn Sie Fragen, Kommentare dazu haben, unten in die Kommentare reinschreiben. Ich beantworte das auch alles. Meine Kollegen, unsere technischen Berater beantworten da gern alle Fragen zum 10-Zoll-Bereich. Ansonsten freuen Sie sich aufs nächste Video. Es kommt bald.